Auf Station mit. Heute aus dem St. Elisabethen Krankenhaus in Lörrach, besser bekannt als das ELI. Hier gibt es viele spannende Stationen und Bereiche. Heute besuchen wir jedoch die ganz kleinen Patientinnen und Patienten der Pädiatrie auf der Station Däumling. Hallo, guten Morgen. Ich nehme Sie heute mit und zeige Ihnen ein bisschen unsere neue Station, die Station Däumling hier im St. Elisabethen Krankenhaus, und werde heute mal begleitet, was wir hier so tun, und die Schwestern und Assistenzärzte machen auch mit. Auf der Däumling-Station werden Frühchen aller Gewichtsklassen intensiv medizinisch von Ärztinnen und Ärzten, Schwestern und Pflegern betreut. Und das nicht nur auf höchstem Niveau, sondern vor allem mit absoluter Hingabe, Leidenschaft und Liebe. Doch zum Team gehören nicht nur die Mitarbeitenden. Die Eltern sind nicht Besucher, sondern Teil vom Team und dürfen direkt ab dem ersten Lebenstag dabei sein, dürfen jederzeit kommen auf Station, dürfen die Kinder mitversorgen, mitwickeln, werden angelernt, weil bei ganz kleinen Kindern bestehen oft Berührungsängste, was darf ich machen, wie fasse ich die an, und sind somit jeden Tag mit Teil des Teams und hier auf Station, und außer übernachten geht fast alles hier auf Station. Und es gibt einzelne Zimmer, wo sie dann vor Entlassung eben auch übernachten können und da bleiben können. Das ist sehr hilfreich. Ja. Diese enge Zusammenarbeit schafft Vertrauen. Vertrauen in das Team, was die Frühchen rund um die Uhr im Auge behält und versorgt. Das sehen auch die frisch gebackenen Mamas so. Mohammed ist jetzt seit September bei uns, kam als sehr kleines Frühchen einfach zur Welt in der 24. Woche, und Frau Budert hält sehr gut durch, muss man sagen, und ist jeden Tag zu Besuch da. Und jetzt geht es auf die Zielgerade zu. Das Ziel ist Weihnachten, dass wir ihn nach Hause entlassen können. Und jetzt sind wir in den letzten Zügen, einfach noch Impfungen werden durchgeführt. Er wird von der Beatmungshilfe entwöhnt. Letzte Ultraschalluntersuchungen stehen an. Ja. Genau. Und ganz viel Kuscheln mit der Mama, und dass das alles parat gemacht wird zu Hause. Er wird hier sehr gut aufgehoben. Das ist Wahnsinn. Für den kleinen Mohammed gilt bald nach vielen Wochen im ELI vor allem eins. Jetzt bald nach Hause. Alles Gute, Mohammed. Auch im Zimmer nebenan warten zwei Frühchen und ihre Mama auf die Entlassung nach Hause. Auch wenn die Zeit im ELI eine ganz besondere war. Linus und Leonie sind vor einem Monat auf die Welt gekommen und waren Zwillinge eben und sind jetzt auch schon in den Endzügen, kann man so sagen, dass wir immer weiter, dass sie viel mehr alleine essen können sozusagen, und wir jetzt Mama und Familie auf die Entlassung vorbereiten. Also für mich war es auch so, der Erste kam zum Termin auf die Welt, und ich hatte davor keine Berührung zu Frühchen, und es war natürlich total verrückt, weil der Erste schon natürlich sehr klein war am Anfang, aber das war jetzt kein Vergleich zu denen, die einfach mit nicht mal der Hälfte vom Gewicht auf die Welt kamen. Und es ist wirklich einfach schön zu wissen, dass die Kleinen einfach so schön versorgt sind und so liebevoll und geduldig und professionell. Also wirklich, wir sind sehr glücklich hier. In den letzten Wochen wirklich sehr viel stressige Zeit hier miterlebt. Also es war wirklich wahnsinnig viel los. Und es hat einfach keinen Unterschied gemacht von dem, wie wir versorgt werden. Es war einfach trotzdem wahnsinnig schön. Langweilig wird es also definitiv nie auf der Däumling-Station. Für Weihnachten muss aber trotzdem Zeit sein. Auch wenn das bedeutet, dass zu Hause für die Station gebastelt wird. Auch die ganz Kleinen sollen ihren Anteil des Weihnachtszaubers im ELI mitbekommen. Dafür und für alles, was das Däumlingsteam leistet, gibt es immer wieder ein persönliches Dankeschön. Die Wertschätzung sind natürlich immer die kleinen persönlichen Gesten, die Eltern uns so zukommen lassen. Zum Beispiel diese Kiste hier, die uns die Zwillingseltern bereitet haben. Man sieht, bleibt nicht viel übrig auf so einer Intensivstation. Aber die persönlichen Worte, die zählen einfach am meisten und motivieren tatsächlich jeden von uns. Es ist aber auch ein besonderes Engagement, das das Team rund um die Pädiatrie zeigt. Eine weitere Besonderheit sind zum Beispiel die Frühchentagebücher, die Pflege im ELI eingeführt haben. Da werden die ersten kleinen Meilensteine der Frühchen eingetragen. Da gibt es einfach so ein Begrüßungsvorwort, und dann wird eingetragen, wie groß das Kind auf die Welt kam. Dann gibt es so Hand- und Fußabdrücke, die hier noch gemacht werden. Und auch die Schwestern schreiben kleine persönliche Geschichten, aber auch die Eltern rein. Und
halten den Stationsalltag hier für die Nachwelt fest sozusagen oder halt eben auch für das Kind, wenn es mal größer ist, dann kannst du nachlesen, was so passiert ist. Apropos Pflege, auch die Pflegeleitung ist sehr stolz darauf, was das Team leistet. Ich bin die Andrea Leitner, bin Stationsleitung der Station Däumling. Wir haben ein großes Team, wir haben über 40 Mitarbeiter, sehr gute Mitarbeiter, sehr motivierte Mitarbeiter. Macht einfach Spaß, trotz der Herausforderungen. Auch ein kurzer Blick auf die Mutter-Kind-Station zeigt die tolle Arbeit des pädiatrischen Teams. Diese kleine Familie darf mit ihrem reifen und gesund geborenen neuen Familienmitglied nach einer erfolgreichen U2-Untersuchung nach Hause. Die U2 ist die erste ärztliche Grunduntersuchung, im Prinzip einmal von Kopf bis Fuß. Auch wenn die ganz Kleinen die U2 nicht immer gut finden, ist die Untersuchung sehr wichtig, um bei Auffälligkeiten frühzeitig reagieren zu können. Unsere Ärztinnen und Ärzte nehmen sich auch für Fragen der frischgebackenen Eltern die Zeit oder geben Tipps. Und wie Sie sehen, am Ende war doch alles halb so schlimm. Zum Abschluss des Tages auf der Däumlingsstation dürfen wir noch etwas ganz Besonderes beobachten, was es in Deutschland nur wenige Male gibt. Frau Professor Kaiser führt eine besondere Augenuntersuchung durch. Ich untersuche die Augen von den Kindern, sodass ich spüre, wie gut sie aufhalten und wie sehr sie bewegen, klemmen, damit es für die Kinder ein bisschen weniger belastend ist. Genau, das ist immer unsere Begrüßung. Da muss man immer ein bisschen drücken. Genau, ja. Ganz prima, schau mal. Ja. Sehr gut. Und natürlich entwickeln sich die Augen der Zwillinge sehr gut. So, wir hoffen, dass Ihnen der Tag hier auf der Intensivstation, auf der Frühchenstation gefallen hat und hoffen sehr, dass Sie gut durch die Adventszeit kommen, gesund und munter und ein schönes Weihnachtsfest haben. Das wünschen wir natürlich auch unseren Patienten und den Familien hier und hoffen, dass wir Sie begeistern konnten für die Neonatologie und die Kinderklinik hier in Lörrach. Wir sagen danke, liebes Däumlingsteam, für den spannenden Tag und bis bald.